Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zur privaten Beta von The Division 2. Wir dürfen dieses schöne Spiel antesten in der Beta-Version und ich bin da sehr guter Dinge, denn The Division 1 war schon ein sehr, sehr geiles Spiel und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier die private Beta schon mal spielen dürfen. Das Ganze war halt noch zu Fehlern gelegentlich kommen und so, aber ich freue mich trotzdem drauf und ja, kann euch dadurch schon mal vorab einen kleinen Einblick geben an die Leute, die es sich eventuell später kaufen möchten oder nicht. Da kann man dann halt immer noch überlegen, ob man sich das Spiel denn holt. Und ja, ich werde es halt definitiv mir holen, beziehungsweise ich habe es bereits vorbestellt. Und ja, bin auf jeden Fall da sehr gespannt drauf. So, das passt eigentlich alles soweit. Und bin gespannt. Ich frage mich, ob es so ähnlich ist wie bei The Division 1, dass man relativ am Anfang startet oder ob man jetzt mittendrin startet, weiß ich nicht. Mit der Wartenschlangenposition, das gab es schon in The Division 2. Natürlich wird die Beta jetzt sowieso von den Leuten, die einen Zugang haben, jetzt erstmal richtig zugeballert und da kann es halt auch sein, dass es jetzt erstmal schwierig sein wird, überhaupt einen Server zu finden. Aber wir sind schon, ja, glaube ich, im Ladebildschirm, wenn ich das richtig sehe. Infogemeinschaften, Spielablauf, oh, sehr schön. Hier sind wir sogar schon drin. Okay, Körpertyp umschalten. Okay, es gibt nur den einen Typen und die eine Frau. Okay, gut, dann nehmen wir den halt. Ist egal. Möchten Sie mit dem Charakter fortfahren? Natürlich möchte ich das. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir wieder eine Cutscene-Sequenz kriegen oder nicht. Aber ich bin echt, ich freue mich richtig darauf, das Spiel hier zu spielen. Und hoffe, dass ich euch da auch einen Wunsch quasi von den Augen habe ablesen können im Vorhinein. Okay, Kampfposition, das ist eigentlich wie es früher auch war, mit Leertaste G mal in Deckung, können auch zwischen den Deckungen hin und her springen. Mit G können wir Granaten werfen, mit linker Maustaste schießen und beziehungsweise können wir auch die Granaten werfen. Mit R können wir die Aktionen wieder abbrechen und V gedrückt, um ein Reparaturkit zu nutzen, das die Rüstung repariert. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob es das damals schon gab. Aber könnte eventuell sein. Wie gesagt, ich kann mich da jetzt nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern. Okay, kann man hier Sachen aufheben? Wir haben jetzt eine Pistole und ein Sturmgewehr, aber für beides haben wir jetzt auch nicht unendlich Muni. Beziehungsweise für die Pistole schon, aber fürs Sturmgewehr halt nicht. Ja, es spielt nicht mehr im Schnee, wie es bei The Division 1 war. Aber finde ich auch gar nicht so dramatisch, denn das Schneesetting war zwar schon echt cool, aber man würde halt auch gern mal andere Sachen sehen. Ich hatte mir sogar damals bei The Division 1 gewünscht, dass man zwar erst Winter hat, aber dass es dann nachher so ist, dass man ja, dass man dann nachher quasi mehrere Jahreszeiten hat. Okay, das mit dem Markieren auf Q klappt nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe. Das sind auch, glaube ich, nur die zwei Gegner. Granaten habe ich nicht so viele, deswegen hebe ich mir die lieber erstmal auf. Ja, die Sonne blendet gerade ein bisschen. So, den haben wir schon mal ausgeschaltet.
Aber es kann natürlich jetzt sein, dass wir hier gleich eine Armee an den Backen haben. Okay, der hatte nichts. Der hatte aber was für uns. Hier ist was zum Looten. Können wir aber nicht, weil wir Inventar voll haben. Ja, falls meine Stimme ab und zu mal ein bisschen RIP geht. Also ich bin ein bisschen erkältet. Deswegen kann das auch sein, dass ich mich etwas anders anhöre als sonst. Aber ich wollte mir das einfach nicht nehmen lassen, The Division zu spielen. So, ich werde versuchen, die zwei auf einmal auszuschalten. Okay, der eine hat es überlebt, aber das ging relativ gut. Wir klettern mal drüber, können wir noch ein bisschen testen, aber die Bewegungen sehen auf jeden Fall ganz gut aus. Okay, der hat mir eine Granate jetzt gegeben. Ah ja, Steuerung war das, auch um hochzuklettern. Alles plündern. Gucken wir mal, Inventar, haben wir da irgendwas Gutes? Wir haben eine etwas bessere Rüstung. Jetzt frage ich mich gerade, kann man die zerlöten? Ne, kann man nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das später machen kann. Das ist auf jeden Fall ähnlich, wie es damals bei The Division 1 schon war mit den Waffen hier. Klamotten können wir hier auch schon andere wählen, beziehungsweise auch noch Gesten und sowas. Okay, das finde ich ganz cool. Das brauchen wir aber, glaube ich, so direkt eigentlich nicht unbedingt. Klamotten haben wir natürlich auch noch nichts Besonderes, deswegen ja, bleiben wir erstmal hierbei. Aber ich freue mich halt so megamäßig, dass wir endlich in The Division 2 sind. Und diiesmal ist es halt in Washington DC, nicht in New York City, wie es beim ersten Teil war, sondern hier in Washington DC. Und wir haben da gerade das Weiße Haus gesehen. Und das wird gerade ganz schön belagert. Das könnte man wieder mit einer Granate probieren. Okay, ich werde die versuchen, da hinzuschmeißen. Gucken, ob es funktioniert. Okay. Ich glaube, ich brauche eine andere Deckung. Habe ich den jetzt angezündet oder nicht? Ich habe es jetzt ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Wow. Der Pisser ist einfach ins Auto eingestiegen. Oder war das selbstschießend? Okay. Also ich muss sagen, diese Sonne, die macht es echt ein bisschen schwieriger, aber das finde ich ganz cool. Weil dann hat man zumindest auch im Story-Game eine etwas größere Herausforderung. Denn die war zwar ganz cool, die war wirklich cool gemacht, aber irgendwann war es halt relativ easy, da durchzugehen. Und die größte Herausforderung war dann eigentlich eher so diese Spezialmission. Oh, shit. Waren dann halt eher diese Missionen, die dann nachher durch ein DLC dazugekommen sind oder wie heißt es, die Dark Zone Geschichten. Oh fuck, ich bin ja fast tot. Jetzt muss ich nur wissen, kann ich mich irgendwie heilen? Das habe ich nämlich irgendwie vergessen. Muss ich mal gerade schauen. Einstellungen. Oh toll, er kann mich trotzdem beschießen. Das ist natürlich nicht so geil. Tastenbelegung. Reparatur benutzen. Oder ist das bei denen Reparatur? Ach, das war nur meine Panzerung. So, der ist schon mal down. Ich bin auch einer, der meistens am Anfang sogar hauptsächlich seine Pistole nur nutzt.
Und erst dann, sage ich mal, im Endgame oder wenn wirklich harte Gegner kommen, die dann erst mit seinen besten Waffen wie dem Sturmgewehr oder so angreift. Also ich habe wirklich viel mit den Pistolen immer gearbeitet. Und die waren eigentlich auch nicht so schlecht, meiner Meinung nach. Alter, beweg dich doch nicht so. Ich muss ein bisschen weiter nach vorne, sonst treffe ich da nichts. Ah, in dem Moment duckt er sich weg, der Pisser. Hinten ist aber auch noch einer. Komm, trau dich. Aber hier sind doch noch Gegner, oder nicht? Gerade gucken, nicht, dass ich hier irgendeinen übersehen habe. Ne, hier ist aber keiner mehr. Dann gehen wir mal zum Weißen Haus. Das sind freundliche Truppen. Wir begeben uns mal zum Weißen Haus hier. Ist schon cool. Das ist unsere Operationsbasis. Nice. Finde ich schon ganz cool, ey. Ich frage mich, ob diese ob die Viren immer noch groß im Umlauf sind in The Division 2 oder ob halt quasi nach The Division 1 das Virus größtenteils ausgemerzt wurde, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Okay, warum höre ich keine Stimme? Das muss ich jetzt gleich nochmal reinschauen. Ob das so gewollt ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es sei denn, sie haben das extra gemacht, damit man nicht zu viel von der Story mitkriegt. Beziehungsweise nicht zu sehr gespoilert wird. Aber dann werde ich gleich nochmal in den Optionen gucken. Nicht, dass ich da irgendwie was versehentlich ausgeschaltet habe oder so. Weil eigentlich sollte eine Stimme da sein. Wie gesagt, es kann halt sein, dass sie es deaktiviert haben. Das wäre jetzt auch nicht so verwerflich. Aber ich hoffe, man kann auch seinen Charakter wieder so cool anpassen. Beziehungsweise ich hoffe, man kann noch ein bisschen mehr anpassen als bei The Division 1. Das würde ich mir zumindest wünschen. Und der redet mit seinen kleinen Figürchen da. So, jetzt gucken wir mal. Einstellungen. Audio. IP-Telefon deaktivieren. Lautstärke in der Nähe. Ich muss gerade mal gucken. Push to talk. Ja, ich will doch nicht Dauer quatschen, wenn ich da auf echte Spieler treffe. Aber ich habe jetzt hier nichts gesehen, dass irgendwie was weg ist. Sprache, Untertitel. Ja, machen wir mal erst bei den Geskripteten, weil wenn wir keine Stimme haben, wäre das schon ein bisschen blöd. Sprache der Dialoge. Einstellende Sprache für die gesamte Sprachausgabe im Spiel. Können wir gar nicht erst auswählen. Es sei denn, die haben das vielleicht nicht auf Deutsch. Das wäre natürlich auch so eine Sache. Sprachtitel der Untertitel. Sprache des Wir setzen das. Nee, das wäre Schwachsinn. Dann würden wir das ganze Spiel umstellen. Ich lasse das vielleicht mal so drin. Okay, Grafik sollte eigentlich... Schattenqualität kann schon noch
Wieso ist denn das nicht alles komplett hoch? Ja, ist wahrscheinlich wie in der Beta, ne? Dass die das automatisch haben. So, auf jeden Fall Punktschatten auf Ultra. Hier ist auch Ultra. Reflexionsqualität auf Mittel. Ach so. Ja gut, das ist jetzt nichts so weltbewegendes, dramatisches. Was haben wir denn hier Schönes? Behälter Feldexperte. Okay, sehr schön. Nice. Fertigkeit freigeschaltet. Nächste Fähigkeit beim Quartermaster freischalten. Okay. Stufenausstieg. Ja, cool. So, dann gucken wir doch mal. Bist du der Quartermaster? So, was hast du denn Schönes? Freischaltung verfügbar. Sehr schön. Okay, hier können wir unser erstes Teil freischalten. Entweder ein Geschütz, Suchermine oder Drohne. Die Drohne weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie die funktionieren soll. Ich habe auch noch Vorteile. Ich kenne mich aber mit dem Geschütz und der Suchermine halt aus. Deswegen schalte ich die erstmal frei, die Suchermine. Okay. Tutorial beenden. Jetzt muss ich echt das Fertigkeit-Ding erstmal setzen. Fischenart verbessern können. Ja, ist mir schon bewusst. Das war nämlich in The Division 1 auch schon. Wir können aber gerade eh nur den Waffenslot freischalten. Also deswegen schalten wir den halt erstmal frei. So, wir haben jetzt aber noch einen Slot. Jetzt ist die Frage, schalten wir... Alter Schwede. Schalten wir uns jetzt mehr Kapazität frei oder mehr Munition bzw. Reparaturkits? Was ist das? Belohnung, laute Mündungsbremse. Belohnung, taktische Munitionstasche. Was ist das? Prozentige Chance, Bonusobjekte zu erhalten. Können nun eine weitere Granate. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Für Materialien konnte man nicht eigentlich auch den Munitionsbedarf pushen? Okay, dann machen wir einfach mal unser Inventarplatz was höher noch. Zack. So, und hier können wir uns mal das Geschütz noch freischalten. Zack, sehr schön. Haben wir das nämlich auch schon mal. So. Zack. Ich konnte doch eigentlich auswählen, auf was ich die setze, ne? Irgendwo konnte man, glaube ich, einstellen, auf was man die haben will. Aber kann auch sein, dass ich das bei dem Fuzzi jetzt hier gar nicht kann. Neuer Einsatz, das Theater. Okay, sogar der Text ist sofort weggeploppt. Also man soll anscheinend gar nicht zu viel darüber wissen. Über die Geschichte, sag ich mal. So, jetzt muss ich mal gerade schauen. Geschütz oder Suchermine? Platz zuweisen. Wie kann ich den Q freischalten? Wird wahrscheinlich noch im Laufe der Zeit. Okay. Kann man schon irgendwie hin. Aber bisher finde ich es ganz cool gemacht. Auch, dass man hier am Weißen Haus ein bisschen unterwegs ist. Hier haben wir sogar einen Spieler gesehen, der gerade stehen geblieben ist. Jetzt muss ich nur gerade gucken, wenn ich auf die Map gucke. Hier bin ich richtig. Sehr schön. Okay, hinter mir ist noch einer. Okay, der ist auch irgendwie gerade verschwunden. So. Ich würde sagen, diese Mission, die machen wir auf jeden Fall jetzt noch. Um, wie gesagt, ein bisschen reinzukommen noch.
Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen aus der Übung bei The Division, weil The Division 1, das ist echt schon sau lange her, dass ich das gespielt habe. Aber ich habe damals den ersten Teil schon mega gehypt und ja, fand, als ich dann vom zweiten Teil gehört habe, war ich echt mega hyped. Und habe mich da mega drauf gefreut. Und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn euch das auch so gut gefallen sollte, das Spiel. Also ich finde es bisher echt ganz gut. Natürlich ist das jetzt dadurch, dass man jetzt keine Texte und nichts hat, ist ein bisschen schade meiner Meinung nach. Aber es ist schon in gewisser Weise sinnvoll, nicht zu viel von der Story zu spoilern. Denn ich sag mal so, man hat halt in der Beta von The Division 1 echt viel am Anfang schon erfahren. Also da hätte ich mir ehrlich gesagt sogar gewünscht, wenn man das da auch ähnlich gehandhabt hätte. Denn man konnte doch einige Missionen machen. Und deswegen, ich finde es, wie gesagt, vollkommen in Ordnung, wenn sie das wirklich so machen. Patrouilliert. Jetzt ist die Frage, laufen die jetzt alle an mir vorbei? Interessant. Ich könnte theoretisch um die herumlaufen. Okay, durch das Laufen habe ich die auf mich aufmerksam anscheinend gemacht. Das ist cool. Das gab es früher nämlich nicht. Dass sie das dann auf einmal merken, dass da einer gelaufen ist und sich dann umdrehen. Das ist cool gemacht, definitiv. So, den haben wir jetzt quasi mit einem Schuss nämlich aus der Hüfte erschossen. So. Die ist auch schon mal hinüber. Also ist echt cool. Also es macht echt Spaß und ich muss sagen, ich komme eigentlich ganz gut wieder rein. Also ich habe schon befürchtet, dass das nicht so gut funktioniert. Allerdings eine Sache überlege ich gerade. Vielleicht doch die Suchermine ist, glaube ich, doch sinnvoller für hier, wenn ich hier so leise was machen will. Denn bis die Suchermine beim Gegner ist, wird halt noch nicht geschossen, ne? Und das wäre schon sinnvoll irgendwie, ne? Oh, nein, ich wollte nicht hochklettern. Aber man konnte eigentlich auch irgendwie. Uff, der hat den einfach erschossen, der Pisser. Also die halten auf jeden Fall ganz gut was aus für den Anfang. Aber man hat natürlich auch noch keine dicken Knarren, also das muss man natürlich auch sehen. Ich werde jetzt aber trotzdem mal schauen, ob ich noch irgendwas Gutes gefunden habe. Eine etwas stärkere gepanzerte Rüssi und einen besseren Rucksack. Sonst habe ich hier noch nichts gefunden. Auch noch keine Zweitwaffe. Also zweite Hauptwaffe quasi. Aber ich finde es echt cool. Also vor allem hier so bei Tag. In der Landschaft rumzulaufen, wo es halt nicht die ganze Zeit nur Schnee liegt. Der Quartermaster kann Ihnen helfen, Werkzeugarsenal zu verbessern. Erschaltet Fertigkeiten, Fähigkeitsmods und Vorteile frei. Operationsbasis untersetzt in der Siedlung können Sie für das Weißhaus Personal rekrutieren. Okay. Das mit rekrutieren, ich glaube, das gab es im ersten Teil nicht, aber da gab es halt auch verschiedene Bereiche damals. Okay, mit dem SHD-Netzwerk, das kenne ich auch noch aus dem ersten Teil. So, da haben wir ein paar Gegner. Jetzt gucke ich mal, ob hier auch welche sind. Alter, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Diese Baustelle.
So, jetzt bin ich gespannt. Sehr schön. Einen haben wir schon mal ausgeschaltet. Ich habe mir aber eigentlich erhofft, dass der andere auch noch dabei drauf gegangen wäre. Aber er hat's, die haben nicht wirklich am Anfang gerafft, von wo ich geschossen habe. Das ist schon mal gut. Nice. Ja, die Suchermine. Okay, die läuft, wenn man die upgradet, so war es zumindest auch im ersten Teil, dann ist die irgendwann direkt zu dem Ziel hingefahren und alles und hat in die Explosion konnte man dann auch umstellen etc. pp. Also das war alles schon sehr, sehr cool. Ich hoffe, das ist jetzt hier im zweiten Teil genauso hoch, beziehungsweise genauso cool, wenn nicht sogar noch etwas mit mehr Raffinesse eingebaut ist. Das wäre zumindest nicht schlecht. Okay, ich werde versuchen. Oh Scheiße, ich glaube, die haben mich bemerkt, oder? Ja, aus der Hüfte feuern ist zwar nicht so wirksam im Grunde, weil man halt nicht selber zielen kann. Aber wenn man in Deckung ist und der Gegner ist direkt um die Ecke, macht das auf der anderen Seite auch manchmal echt Sinn. So, irgendwo ist hier noch ein Gegner. Ich weiß nur nicht wo. Ah, da. So, den haben wir schon mal weg. Aber von da hinten kam auch noch Geballer. Aber das ist anscheinend vorbei. Sehr schön. Okay. Ja, Echo. Gucken, ob wir wenigstens das hören dürfen. Okay, so ähnlich sah es in The Division 1 auch aus, ähnlich. Nicht hundertprozentig so, aber da konnte man halt auch solche Sachen finden. Aber hier passiert sonst nichts mehr. Schade. Ich habe gehofft, in dem Echo könnte man ein bisschen mehr sehen. Ihr habt es gerade gesehen, ist auch sofort weggeploppt. Ah ja. Ist das auch eine Art Base? Das sieht so aus. Also das ist diese Theatersiedlung. Okay. Ja, nice. Aber es läuft auf jeden Fall, finde ich, sehr flüssig. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Lecks oder so hatte. Also es läuft auf jeden Fall richtig gut, aber das war auch beim ersten Teil schon so, dass es echt gut lief. Also da hat Ubisoft wirklich sehr gute Arbeit geleistet, wieder bei The Division 2. So, muss ich mit... Wem muss ich denn... Ach, da hinten muss ich lang. Steht da einer? Achso, das war nur der Weg. Da hätte ich aber auch von der anderen Seite, glaube ich, hingehen können, oder? Okay. Nächste Ausbau schaltet frei. Okay. Also hier können wir auf jeden Fall auch Sachen wieder ausbauen. Finde ich sehr cool. Okay, also auch hier, ich weiß nicht, ob es auch nur bei mir jetzt so ist, müsste ich mal nachforschen. Aber er ploppt auch sofort die Texte weg, obwohl ich die gerade aktiviert habe. Also rein theoretisch müssten wir vom Gespräch zumindest lesen können, was gesagt wird. Aber selbst das wird uns jetzt nicht sofort gesagt. Ich denke mal wirklich, sie haben es gemacht, um... da nicht zu viel zu lüften. Ich finde es in Ordnung. Also ich finde es wirklich in Ordnung. Ob man natürlich die Cutscenes dann nicht hätte einfach rauslassen können für die Beta, ist dann so eine Sache. Aber ich finde es in Ordnung. Also man kann definitiv damit leben.
Ja, die Siedlung brauchte Hilfe, um die Siedlung allgemein zu verbessern. Soll man Nebeneinsätze machen? Das war so ähnlich wie bei der Division 1 im Hauptquartier. Nebeneinsätze gemacht, um dort irgendwann dann abzugraden. Ja, wir können sie auch mit neuem Personal für die Arbeit im Weißen Haus anstellen. Also, ich finde es ganz cool gemacht. Sehen wir wieder die Map. Neuer Einsatz: Hotel Grand Washington. Das sieht mir nach der Dark Zone aus, aber das. Ich weiß nicht, ob das die ganze Map sein soll. Also hier ist eine Dark Zone und da ist eine Dark Zone. Ist das hier alles Dark Zone? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Gibt es denn jetzt zwei Dark Zones? DZ South, DZ East, West. Da ist hier bestimmt oben auch noch einer, aber ich frage mich gerade, ist das die ganze Map? Nur das hier? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ich glaube, bei The Division 1, bei der Beta, da sah die Map auch extremst klein aus. Die war zwar auch nicht übertrieben groß im ersten Teil, aber ich glaube, in der Beta wurde die damals auch kleiner dargestellt, zuerst auf der Map, beziehungsweise es wurde dann. Zum Beispiel das hier könnte sein, dass man da noch spielen kann und eventuell auch noch auf den Seiten hier unten und an den rechts und links an den Seiten. Also da muss man einfach mal schauen. So, nutzen Sie Siedlung, um neue Haupteinsätze, Nebeneinsätze und andere Aktivitäten zu finden, ist mir klar. Da geht es wieder um die Siedlungsverbesserung. Also ich finde es ganz cool gemacht. Ich muss sagen, mir gefällt es bisher ganz gut. Ich werde auf jeden Fall da noch. Haben wir da noch eine Waffe? Nee, ich dachte gerade, weil da eine 1 stand, aber es war wahrscheinlich wegen dem ersten Slot. Ich werde mir die Beta auf jeden Fall noch ein bisschen genauer anschauen. Wahrscheinlich werde ich sogar noch ein, zwei Folgen hier machen für die Beta. Mal gucken. Ich werde mir eventuell sogar mal ein paar Mitspieler suchen, mit denen ich dann zusammen hier in der Beta so on Tour bin. Ob es mit CD und Statalius ist, weiß ich aktuell noch nicht. Da müssen wir mal schauen, wie wir dazu kommen. Beziehungsweise ob die beiden an der Beta teilnehmen möchten. Oder ob sie dann erst im vollen, fertigen Spiel mit sich reinschmeißen möchten, quasi. Ansonsten werde ich das dann halt, wenn die beiden jetzt nicht teilnehmen möchten, mit an der Beta, denn ich habe da noch ein paar Zugänge für, dann kann ich immer noch an andere Leute was abgeben. Aber ich bin echt bisher positiv überrascht vom Spiel, also es läuft halt echt flüssig. Und es macht auch echt wieder eine Menge Spaß und man kommt halt wirklich direkt wieder rein in das Spiel, wenn man kurz gespielt hat. Und so soll es eigentlich auch sein. Auf die Story bin ich auf jeden Fall mega gespannt. Also da habe ich mich auch bisher noch nicht spoilern lassen. Und ja, wie gesagt, ich bin da mega gespannt drauf, was wir denn hier dann für eine Story bekommen in der Vollversion dann später. Und würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss, Leute. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute.